Für mich spielt Bildung sowohl in der digitalen Gesellschaft als auch speziell in jeder partizipativen Form von Demokratie die zentrale Rolle, die eine zentrale Rolle. Denn die digitale Gesellschaft besteht nur aus Informationen und unsere Bildung ist die Voraussetzung, Informationen verarbeiten zu können. Wir haben einerseits sowas wie Kompetenzen, die wir lernen, nämlich zum Beispiel widersprechende Quellen lesen und für sich die glaubhaftere festmachen, sich eine eigene Meinung bilden. Andererseits haben wir aber auch ein Vorwissen über die Bildung. Und ohne Vorwissen können wir neue Informationen auch gar nicht einsortieren. Diese beiden Faktoren müssen gegeben sein, denn im Prinzip ist es, sich durch das Internet oder durch die digitale Gesellschaft zu bewegen, ohne Bildung, wie sich durch den Ozean zu bewegen, ohne schwimmen zu können. Bei den Projekten, wo wir jetzt schon Menschen partizipieren lassen, und davon gibt es ja gerade in den Kommunen sehr viele, sehen wir, dass die Beteiligung sehr niedrig ist. Und wir sehen auch, dass die eingebrachten Ideen oft so komisch sind. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass wir es einfach nicht gewöhnt sind, zu partizipieren. Wir wissen gar nicht, wie man konstruktiv Ideen einbringt. Wir wissen gar nicht, welche Art von Vorbildung man dafür betreiben muss. Und wenn uns jemand fragt, ob wir etwas entscheiden wollen, reagieren wir oft mit erlernter Hilflosigkeit und sagen, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Deshalb halte ich es für absolut essentiell, wenn wir Demokratie erweitern und fördern wollen, dass wir damit bei Kindern anfangen. Das ist der Grund, warum ich persönlich an Schulen gehen will, warum ich Liquid Democracy an Schulen vorstellen möchte und dort schon den Kindern beibringe, wisst ihr, ihr habt die Macht zu gestalten. Aus dieser Erlaubnis wird eine Motivation und aus dieser Motivation wird plötzlich eine Lücke, denn sie wollen etwas, aber sie wissen gar nicht, wie sie das machen, nämlich wie sie konkret sich auf Ideen einigen. Und sie haben aber die Motivation, diese Lücke zu überspringen. Und daraus lernen sie. Und das ist das, was unsere Gesellschaft nach vorne bringen wird. Denn bei aller technologischen Entwicklung, wenn wir jetzt nicht bei der Bildung aller anfangen, und zwar sehr ernsthaft und da auch ein großes Budget reinfließen lassen, wird die technologische Entwicklung uns überrollen. Sie wird komplett monopolisch unter den Konzernen sein. Und wir werden zwar ihre Nutznießer, aber wir werden niemals verstehen, was darin vor sich geht, und wir werden darin niemals frei sein.